With support from Nordic Game Program, powered by Unreal Technology, Tripwire Interactive and Theodel Studios. Willkommen zu einem kleinen Ausweichprojekt mit etwas wieder zu lautem Sound, Entschuldigung, für mich zumindest. The Ball, Balls of Steel. So, ich habe vorhin schon ein paar Mal versucht, die Einstellung zu ändern. Die Auflösung kriege ich nicht besser. Wir müssen hier mit der geringsten Auflösung weitermachen, weil bei mir das sonst einfach nicht geht. Der lädt den Screen dann nicht richtig, dann habe ich einfach nur schwarz. Das ist scheiße. So. Was ist The Ball? The Ball ist so gesehen ein Mod von Unreal Tournament 3 mit der UDK Engine gemacht, die ebenfalls Unreal Engine, Unreal Technology. Und es geht darum, dass wir diese tolle Kugel haben und mit der Rätsel lösen müssen. Ausweichprojekt jetzt gerade einfach deshalb, weil bei mir, ich kann gerade nicht Hunted aufnehmen. Gerade ist Part 40 ja eigentlich noch aktiv und ich sag's mal so. Ich habe so ein komisches Störgeräusch gerade und das versuche ich zu beheben. Deshalb nehme ich gerade Hunted nicht weiter auf. Ich hoffe, ich kann das schnell genug jetzt beheben und mit Hunted weitermachen, damit wir damit auch schnell durchkommen. So, aber deswegen ist ein kleines Ausweichprojekt, Ausweichen. So, ich schaue mir eben mal die Steuerung an, weil das Spiel ist für mich auch blind. Und falls es eine Schwierigkeit gibt, was ich allerdings nicht unbedingt glaube, dann wird die natürlich auch wieder auf die höchste Schwierigkeitsstufe gesetzt. So, WASD, bla bla bla, springen mit Leertaste C ist ducken, benutzen ist E, Hinweise ist H, linke Maustaste ist den Ball wegstoßen und die rechte ist den wieder anziehen. B, Quatsch, Q ist für den Ball ausblenden und F ist für Fokus. Schön. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit der Kampagne an. Und ja, wo sind wir denn? Pehua, was, Ostok? Teotl, Hueca, Cahua. Hört sich alles so nach ein paar aztekischen Namen für Städte oder Orte an. Wie gesagt, das ist alles noch komplett blind. Auf die späteren Sachen können wir noch nicht zugreifen. Darum fangen wir in der Kampagne jetzt mal mit Pehua an. Von ihrem Freund getrennt finden sie sich in einer Höhle wieder. Da sie bis zum Eintreffen von Hilfe auf sich allein gestellt sind, beschließen sie, die Höhle zu erkunden. Hier nehmen sie ein uraltes Artefakt an sich. Dies führt zum Öffnen eines gewaltigen Tores. Verschrocken treten sie ein und finden ein seltsames Gerät. Das einzige Wort, das ihnen in den Sinn kommt, ist Ball! Als sie weiter in die Tiefe vordringen, wird die Luft immer heißer. Und da ist der Ball! Ist das nicht schön? The Ball. Yeah! Pico del Miedo, Mexiko, 1940. Ah, schöner Ausblick, nicht wahr? Ein großer schwarzer Berg. Und dahinter? Noch mehr Berge. Und dort sehen wir schon Leute und ein Konstrukt. Ein Zelt, da zwei Zelte sogar. Ach je, ey, da sind welche am Ausgraben. Geil. Archäologen-Power und so, Lara Croft. Hey, alles in Ordnung? Wie war's dir da? Was? Ja, ich bin runtergefallen. Der Kran ist zusammengebrochen. Wir müssen einen neuen einfliegen lassen. Das wird einige Zeit dauern. Erkunde erstmal das Gebiet. Wir holen dich dann später raus. Ja, scheiße. So, ich schmeiße hier erstmal meinen Tee um, das ist nicht so gut. Indiana Jones hier. Also, wir sind von oben runtergefallen. Man hat uns runtergelassen. Da hängt ein Seil dran. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein Seil kaputt gegangen. Das heißt, wir wurden runtergelassen mit unserer Ausrüstung. Und wir wissen jetzt nicht, was hier los ist. So, anscheinend sind wir hier in Mexiko. Das heißt, die erste Vermutung mit Azteken war gar nicht mal so unfalsch. Und ich will den Hut aufnehmen. Sieh. Teabag! Teabag! Na, kein Gegner da, also kein Teabag. Yeah. Gut. Ha, können wir schon Hinweise? Hä?
Ein Sturz. Von dieser Höhe müsste man nicht normalerweise dadurch sterben. Egal. Wir springen einfach mal weiter. Sie können jederzeit während des Spiels H drücken. Ja, Hinweis. Ich drück H. Nö, gib mir Hinweise. Sie können jederzeit H drücken. Ja, schön. Nix. Vasen. Das gehört nicht mir. Aber einfach mal alles rausnehmen. So, ein bisschen Zivilisation. Ui. Das ist eine Kanone. Eine Kanone. Drücken und halten Sie die linke Maustaste, um den Hammer zu benutzen. Hammer? Ah. Ach so, das ist wahrscheinlich die Portal Gun für Bälle. Okay. Okay, wir haben jetzt eine Lebensanzeige. Und 1725? Was heißt das? Ah, das ist... Ich glaube, ich weiß schon, wofür das ist. Ich glaube, das ist für die... um die Entfernung zum Ball zu zeigen. Hm. Mein Gott, wieso liegen hier so viele Waffen rum? Wurden die überfallen damals? Hm. Ups. Okay. Das muss man sogar so machen. Geil. Mit Bewegungssensoren, ey geil, die wissen, wann man die Türen aufmachen muss. Geil. Die Zahl, ja, den Tipp unten habe ich jetzt nicht schnell genug lesen können. Die Zahl am unteren Bildschirmrand ist ihre Lebensenergie. Habe ich bereits erklärt. Die kleinere Zahl darüber ist die Distanz zwischen ihnen und dem Ball. Yes! Jawohl! Ich war intelligent. Dies ist der Spielerschalter. Spielerschalter sind immer blau. Betätigen Sie ihn, indem Sie draufsteigen. Hm. Lasst uns ein Spiel spielen. Es geht noch ein Tor auf. Oh mein Gott, was das hier für ein Gewölbe ist. Oh. 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 Ah, der Counter hat sich bewegt. Das heißt, wir haben den Ball gerade ein bisschen zu uns gezogen. Gut. Mögen die Spiele beginnen. Hihi, jump. Ah. Wo auch immer die gerade herkam. Nähern Sie sich dem Ball und drücken Sie die linke Maustaste, um ihn vorzuschlagen. Drücken und halten Sie die rechte Maustaste, um den Ball zurückzuholen. Wenn Sie rechte Maustaste gedrückt halten, wird der Ball sich Ihnen nähern und vor Ihnen Halt machen. Da, er bewegt sich. Bäm. Ah, dann kriegen wir unten ein Zeichen. Drücken und halten Sie Q, um den Ball transparent zu machen. Der ist bereits transparent. Rollen Sie den Ball nun über den Ballschalter, um diesen zu aktivieren. Schalter für Objekte sind immer gelb. Yeah, cool. Mein Gott, die Azteken. Mega geil, wenn die sowas schon gehabt haben. Mal ausprobieren. Bam. So, damit haben wir jetzt schon mal die Grundfunktion dieses Spiels herausgefunden. Und wir bewegen ihn schon mal weiter. Bam. Und was ist... Aktivieren Sie beide Ballschalter, um die Holzplanken in der Raummitte herauszufahren. In der Mitte Raum und... ich kann nicht reden. Alles klar. Ich hoffe, es wird keine Bälle geben, mit denen man irgendetwas... also, keine Räume geben, in denen man den Ball irgendwie komplett runterschleudern kann. Ja. Spinnen? Yeah. Die dann über den Bildschirm laufen. Das ist... Das hat Gruselfaktor. Warum gibt es eigentlich noch kein Spiel, was das so genutzt hat? Hey, das ist eine Marktlücke. Ha, Totenschädel. T-Bag. Oh. Ja. Ein Dreieck. Schauen wir uns erstmal den Ball an. Ich meine, den müssen wir die ganze Zeit hin und her stoßen. Da sind Totenköpfe drauf. Zwei Stück. Drei. Vier. Ja, wahrscheinlich so sechs Stück. So für sechs Seiten. Vielleicht. Maybe. Egal. Roll. Das war Nummer eins. Und aus dem Weg gehen.
Und Nummer 2. Sehr schön. So. Dann springen wir mal da hoch. Und freuen uns, dass wir jetzt den Spielerschalter betätigen können. Yeah. Bam. Sie haben dieses Rätsel gelöst. Die Tür steht nun offen und sie können fortfahren. Ja. Fortfahren wir, weil die Nachfahren dieses Volkes nicht mehr da sind. Yeah. Springen. Dies ist ein Checkpoint. Ihre Lebensenergie wird erneuert und wenn sie gestorben sind, fangen sie wieder von hier an. Ja, das, was man aus dem Checkpoint übrig hat, immer wieder macht. Die Menschen nahmen ihnen die Kugel, die Quelle ihrer geheimnisvollen Macht. Sie hatten die Menschen vieles gelehrt. Zu bauen, das Land zu zähmen und die Seen zu nutzen. Doch als ihre Kinder sie verrieten, führten sie sie nicht länger. Sie zogen sich zurück und wurden zornig, wurden rachsüchtig. Die Menschen konnten nur noch beten, dass sie die Kugel niemals fänden. Monkey, Monkey, Monkey! Das Holz in diesem Korridor ist zerstörbar. Schleudern Sie den Ball gegen, um den Weg freizuräumen. Monkey! Ich will erst zum Affen. Ein anderes intelligentes Lebewesen. Was ist mit dir los? Bleib mal ruhig. Mit dem Hammer! Bam! Rennt er jetzt einfach von mir weg? Oh ja, schade. So, das Holz ist zerstörbar. Und was ist hier? Hier geht's rüber. Geil, hier gibt's auch Geheimnisse. Oh, ein Leuchterkopf. Ah, die Namen. Makuil Sochitl. Makuil Sochitl. Einfach so. Geheimnis 1 von 4. Die Männer kamen in unserem... Was? Die Männer kamen in unserem... in unser Dorf. Ach Gott, ich kann nicht lesen. Die Männer kamen in unser Dorf und brachten uns dorthin, wo die Böden brennen. Ich hatte Angst. Doch mein Mann lächelte und nahm mich an der Hand. Es wäre ein Geschenk, sagte er. Ein Geschenk, das mich glücklich machen würde. Sie brachten uns hinter die brennenden Seen und weiter in die metallenen Hallen, die sich bewegten und sprachen. Wir ängstigten uns zu Tode und verstanden nichts. Dennoch vertrauten wir ihnen. Conspiracy. Yeah. Story. Das ist eigentlich schon ein Adventure, ne? Wow. I don't like it. Mit den Spinnen. Wow, da muss ich immer an The Legend of Zelda denken. Bei Twilight Princess war das zumindest gewesen, dass die dort, dass der Link dort auch von Spinnen angegriffen werden kann, die dann über seinen ganzen Körper laufen und einen langsam machen und... Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn so viele Spinnen über den eigenen Körper rennen, laufen. Das war ja sehr effektiv. Die meisten Hinweise werden von diesem Punkt an nicht mehr selbstständig erscheinen. Oh, gemein. Ja, kenne ich. Und bam! Weiter geht's. Der ewige Begleiter. Der Companion Cube von Unreal. Was ist? Ah ja. Ja. Hey, das ist gemein. Gib den wieder. Meine Güte, ist der heftig. Okay. So, den kriege ich da nicht drauf bei diesem geilen Magneten. So. Geht's da weiter? Da geht nichts weiter auf. Schön. Bereich abgeschlossen. Bam. Weiter durch. Balls of Steel. Alles kaputt machen. Yeah. Wie bei dem Binding of Isaac. Tote Menschen.